Ja, das ist heute ein bisschen Abschied nehmen. Wir sind in der Bodega del Sol. Heute ist das letzte Winterfrühstück, was wir hier machen. Und sind dann ab nächste Woche Samstag wieder in der Träumeria. Aber das sind die Leute für die Herzensangelegenheiten und für den Magen. Werner und Sarah. Und da kommt er auch schon, Carlo. Wow, der Gutaussehende. Hör mal, wir möchten uns gerne bei euch beiden bedanken. Wir sind den Winter über gerne bei euch gewesen. Ihr wart kein Notstopfen, sondern ihr wart eine tolle Alternative. Und ich muss auch sagen, ein Lokal, was sich sehr gemacht hat und was ganz, ganz gut an den Start gekommen ist. Ihr habt nette Mitbewerber und tolle Kollegen links und rechts neben euch. Aber wir sind gerne da gewesen. An dieser Stelle nochmals in der Wiederholung vielen Dank und wir kommen immer zwischendurch mal wieder zu euch. Carlo, ich komme nicht wegen dir, ich komme wegen die Frau Sarah, ja, und wegen die Küche von die Werner, aber nicht wegen dir, nur dass du eine Bescheid weißt, ja. So, tschüss so, zusammen, nein, vielen Dank. Nein, Bodega del Sol macht am 3. Februar Vacaciones, Pause und ist am 9. März wieder für euch da. Komplett. Mit diesem T-Shirt, mit dieser bunten Hose. Ja, Sarah, du bist immer als Servicekraft ein absoluter Blickfang und ein Tausendsasser, was das Thema Freundlichkeit angeht. Danke. Vielen Dank, ein paar schöne Urlaubstage. Dankeschön, macht's gut. Tschüss.